zu einem neuen Vlog. Wir haben mal wieder schon gefrühstückt und jetzt treffe ich mich gleich mit Ellie. Wir gehen zu einem veganen Feel Good Yoga Festival hier in Berlin. Es regnet draußen, aber ich glaube, das ist eher in so einer Messehalle und da nehme ich euch jetzt mit. So, ich bin jetzt beim Feel Well Festival angekommen. Ellie ist auch da. Hallo. Und wir testen uns jetzt gerade durch die ganzen Foodstände und es gibt hier richtig viel zu schnabulieren, deshalb sind wir hier im Foodhimmel. Vielleicht machen wir später sogar Yoga, aber auf jeden Fall gibt es Softeis später noch. Wir sind gerade bei einer Koch-Live-Show für euch Ganze vom Plant Based Institute und die machen jetzt gleich vegane Carbonara und Ellie findet es richtig geil. Aber ich auch. So, und jetzt probieren wir gleich das Hauptgericht. Das ist vegane und rohe Spaghetti Carbonara. Bin ich mal gespannt, wie mir das schmeckt, weil ich normal nicht so viel Rohkost esse, weil es mir normal nicht so gut schmeckt. Mm. Wie schmeckt es denn, Ellie? Ganz gut. Okay, machen wir jetzt mit mir einen Taste-Test. Aber mit Speck. Moment, so hier. Besser als ich dachte. Das hier ist übrigens mein Favorit. Kuchen-Natur mit Sesam angebraten, ist auch geil, aber das hier ist wirklich ein absoluter Favorit. Das ist auch eine meiner Lieblingsmarken, ganz besonders der Bratmix jetzt im Sommer. Aber der geräucherte Käse ist auch richtig geil und das ist mein absoluter Favorit. Veganes Virginia Steak. Mmh, sehr, 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 sehr gut. Ah ja, und hier ist der vegane Käse. Und das hier. Mmh. Wir haben wieder was abgestaubt. Cheers, Ellie. Mmh, Tortellini. Schmeckt das alles raus? Das klärt mir beide. Wir sind gleich bei einem Vortrag von Attila Hildmann. Jetzt geht's gleich los. Es ist sehr voll. Ich zeig euch mal. Plätze sind alle belegt. Hallo. So viele Leute. Und Attila ist schon da. Der macht da hinten Live-Video. Ah ne, jetzt wird er verkabelt. So klein neben dir. Ich gebe mir jetzt jetzt mal. So, wir haben uns jetzt gerade den Vortrag von Attila Hildmann angehört. Und wir machen jetzt noch einen Taste-Test mit seinem Nutwell. Und eigentlich auch dieses Daishu-Getränk mal ausprobieren. Hast du irgendwas mal davon ausprobiert? Nee, ich möchte nochmal zurück an den Taifun. Genau, das wollen wir auch noch. Also los geht's, letzte Food-Runde jetzt. Ich teste jetzt Nutwave mit veganem Softeis. Schmeckt richtig geil nach Haselnuss. So, jetzt gibt es noch den Daisho Taste Test. Den habe ich noch gar nicht probiert. Ja? Solltest du probieren, ja. Der schmeckt wirklich wie so eine Matcha Limo. Ich weiß nicht, ob ihr mal kalten Matcha getrunken habt. Bisschen süß, aber nicht zu süß. Energy. Das ist übrigens nicht sponsert, ich habe es gerade selber gekauft. Und wieder Tapetenwechsel. Wir sind jetzt zurück zu Hause. Jessie ist auch zu Hause. Ich bin auch zu Hause. Und jetzt mache ich mir gleich einen Matcha, weil ich ein bisschen müde bin. Und ich glaube, Jessie hätte auch gern einen Matcha, kann ich mir gut vorstellen. Und dabei will ich euch auch gleich zeigen, wie ich den mache. Denn jemand von euch hat gefragt, ob ich mal zeigen kann, wie mein Matcha-Rezept aussieht. Also wie ich den genau zubereite. Und da habe ich in Japan ein bisschen was gelernt. Doch dafür wollte ich noch kurz sagen, dass es auf meinem Blog ein richtig cooles Gewinnspiel derzeit gibt. Und zwar könnt ihr vom Werde-Magazin ein Abonnement gewinnen, ein Jahresabo, sowie ein riesiges Paket von der Veleda Citrus-Linie und ein T-Shirt von Lanius Fair Fashion, das es erst nächstes Jahr geben wird, mit einer Zitrone drauf. Das sieht richtig cool aus. Den Link verlinke ich euch unten in der Infobox. Das ist jetzt nicht gesponsert, dass ich das auch hier in dem Video sage, aber ich dachte, vielleicht interessiert es euch auch, weil ihr so sehr auf Beauty steht. Okay, dann zeige ich euch jetzt, wie ich Matcha zubereite. Irgendwie eine komische Perspektive. Ich habe keinen besseren Winkel gefunden. Was? Ist blöd. Nein, ist lustig. Okay, willkommen zu Matcha 101. Ich habe hier meinen ersten Schüler. Ich bringe dir jetzt bei, wie man Matcha macht. Okay, danke schön. Ihr braucht eine Matcha-Schale. Oder so eine, aber die ist irgendwie schöner. Das ist meine, das ist Jessies. Ich nehme lieber Jessies. Ich bin irgendwie schief. Nee, runter, runter. Ja, ja, so ist gut. Aus dem Licht. Aus dem Licht.
Dann braucht ihr guten Matcha. Ich habe hier einen von Aya in Premium. Ich finde, die teuersten kann man einfach, oder die Premium-Matchas kann man am besten pur trinken. Die anderen gehen auch, die trinke ich dann aber lieber mit Milch. Dann braucht ihr so einen Bambuslöffel, um den Matcha rauszunehmen. Ein Sieb ist für sozusagen die Streber unter euch. Braucht man nicht unbedingt. Und einen Bambuslöffel, um den Matcha schön schaumig aufzuschlagen. Und ein Tipp von mir, ich nehme immer gefiltertes Wasser, also entkalktes Wasser, weil das für Grüntee und Tee generell besser sein soll. Mein Mitbewohner stört den Unterricht. Er schweigt, weil er nicht auf Videos sein möchte. Ihr kocht jetzt das Wasser, aber ihr verwendet es nicht auf 100 Grad, sondern ihr braucht nur 80 Grad. Also kocht ihr das Wasser und wartet dann kurz. Tschüss, Lennart! In der Zeit, während das Wasser kocht, das hört ihr schon, könnt ihr schon mal ein bisschen Matcha in Sieb geben. Und in Japan habe ich gelernt, die haben immer sehr viel Matcha genommen. Wie viel haben die immer genommen? So drei ungefähr. Die haben immer so riesige drei Löffel genommen. Zwei, drei und eure Dose ist leer. Und dann reibe ich das hier durch Sieb, einfach, dass es feiner wird. Jetzt habt ihr genau 84 Grad heißes Wasser. Ne? Genau. Ich mache immer ein bisschen in die Schüssel. Und schlag dann schon mal ein bisschen mit dem Besen den Matcha auf. Und am Anfang rühre ich noch so, aber später soll man das so in einer M-Bewegung sozusagen verrühren. Jetzt mache ich noch mal so im Kreis. Und dann fangt ihr an mit dem M und schlagt den Matcha schön schaumig. Schaut mal, wie schön schaumig das wird. Ist das nicht schön schaumig? Jessie hat gekocht. Und dazu gibt es Jessys neue Lieblingssoße, die Mandelkäsesoße, die ich im letzten Video schon gezeigt habe. Hier ist übrigens unser Dessert, veganes Schokomousse mit Johannisbeeren. Das Rezept dafür habe ich auch auf meinem Blog, das verlinke ich auch unten. Und ja, ist doch ein schöner Abschluss für diesen Sonntag, oder?